Apple geht es primär darum, Gefühle bei den Kunden auszulösen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die meisten Kaufentscheidungen da draußen bei Menschen auf emotionaler Art und Weise getroffen werden. Also die meisten Menschen kaufen aus irgendeinem emotionalen Grund. So, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Ihr seht schon, wir haben hier alles aufgereiht und deswegen, es geht heute nicht darum, wie viele Luxusgüter oder so man besitzen sollte, sondern wir wollen heute tatsächlich über das Thema Apple sprechen. Und bei mir ist es so, ich bin mittlerweile wirklich ein Apple-Fan geworden und das eigentlich nur wegen dem Branding. Ich persönlich finde, dass Apple eins der besten Brands irgendwo auf der ganzen Welt hat. Und das merkt man, wenn man ein iPhone in der Hand hat, das merkt man, wenn man im Apple Store ist, wo auch immer. Und deswegen habe ich gesagt, auch aufgrund von dem neuen iPhone, jetzt ist gerade das neue iPhone, glaube ich, auch letzte Woche rausgekommen, analysieren wir mal so ein bisschen die Marke Apple. Und warum ist das Ganze vielleicht für den einen oder anderen so interessant? Weil es natürlich wieder so Hauptpunkte sind, die man für sein eigenes Unternehmen gut verwenden kann, die man vielleicht für seine Personal Brand gut verwenden kann und so weiter. Deswegen, wir haben mal so eine kleine Analyse gemacht. Ich habe hier auch relativ viel auf meinem Laptop notiert. Deswegen entschuldigt mich, wenn ich ab und zu mal da ein bisschen drauf schaue. Ich will euch natürlich den maximalen Content auch wieder in diesem Video bieten. Deswegen würde ich gleich mal mit dem allerersten Satz anfangen. Und zwar, das ist was, was Apple wirklich ganz groß schreibt. Und zwar, wir verkaufen keine Produkte, wir verkaufen Geschichten. Und man hat es beispielsweise bei Apple auch schon irgendwo immer gesehen. Bei einer Werbeanzeige von Apple, egal ob das jetzt, sage ich mal, in Social Media war oder beispielsweise auch im Fernsehen oder sonst wo, Apple versucht immer in den Werbeanzeigen beispielsweise die Produkte passiv zu verkaufen. Sie versuchen immer, eine Werbeanzeige so aufzubauen, dass irgendwo Storytelling mit drin ist, dass irgendwo eine Geschichte erzählt wird und versuchen anhand dieser Geschichte das iPhone eigentlich nur so passiv zu verkaufen. Und passives Verkaufen ist eins der, ja, ich sag mal, besten Verkaufsmethoden generell online oder auch generell in den Medien. Weil wenn ich natürlich jetzt hingehe und sage, hey, kauf dieses Handy, swipe hoch oder klick hier und was weiß ich, dann sagt jeder sofort, wow, ich will nichts kaufen. Weil was so ein grundlegender Fakt ist, Menschen kaufen gerne, bekommen aber nicht gerne etwas verkauft. Hast du bestimmt auch schon öfter mal gehört. Deswegen, wie gesagt, passives Verkaufen auch bei Apple ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Im Vordergrund generell bei Apple steht immer die Beziehung von Kunden. Das heißt, egal ob ich jetzt beispielsweise in den Apple Store reingehe, ob ich mir ein neues iPhone kaufe, der Kunde soll immer irgendwo ein Erlebnis haben. Das hat Steve Jobs damals auch schon irgendwo in einer Speech mal gesagt, dass es ihm immer darum geht, ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo der Nutzer wirklich eine Geschichte irgendwo in der Hand hält, ein Erlebnis in der Hand hält. Und das zeichnet Apple natürlich wirklich extrem aus. Es gab damals so eine Kampagne, so die erste Kampagne, die hieß Think Different. Und diese Kampagne hat auch beispielsweise Autoritäten wie Martin Luther King mit reingebracht oder beispielsweise, auch was habe ich mir aufgeschrieben noch, Dalai Lama. Und sie versuchen beispielsweise auch in dieser Kampagne, in dieser bekannten Thinking oder Think Big oder Think Different Kampagne eben diese Autoritäten mit reinzubringen, diese Geschichte zu verkaufen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Apple geht es primär darum, Gefühle bei den Kunden auszulösen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die meisten Kaufentscheidungen da draußen bei Menschen auf emotionaler Art und Weise getroffen werden. Also die meisten Menschen kaufen aus irgendeinem emotionalen Grund. Und bei Apple ist es beispielsweise so, sie legen sehr viel Wert auf dieses Markenerlebnis. Das heißt, allein schon, wenn ein neues iPhone irgendwie, sag ich mal, neu präsentiert wird, dann ist es wie ein Konzert von einem Rockstar irgendwie. Also vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal da irgendwo so einen Livestream gesehen oder mal ein Video, wo ein iPhone oder ein neues Produkt von Apple generell released wird. Das ist wirklich wie so ein Rockkonzert und auch dieses Markenerlebnis an sich, wenn man in den Apple Store geht.
die Leute sehen, okay, es sieht fast egal, wo man auf der Welt in den Apple Store geht, es sieht immer grundlegend gleich aus. Man hat immer irgendwo ein gutes Gefühl beispielsweise auch. Und was man bei Apple eben auch ganz klar merkt, sie haben nicht 100 verschiedene Produkte, 200 verschiedene Produkte, sondern sie legen Wert auf ein paar einzelne Hauptprodukte. Und das war generell immer schon so eine Philosophie von Steve Jobs. Er hat immer gesagt, hey, wir müssen uns auf diese Main-Dinge fokussieren und die am besten machen. Und bei Apple ist es immer so, ich höre immer wieder, ja, Apple ist doch viel zu teuer, ist voll überteuert. So ein iPhone kostet in der Produktion bloß ja, ein paar hundert Euro oder teilweise nicht mal, was ich da schon alles gehört habe. Und dann muss ich sagen, Leute, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, weil Apple hat einfach eine klare Positionierung. Du zahlst immer für die Brand und alles, was dahinter steckt. Und ich muss sagen, für so eine Brand und was da dahinter steckt, muss man letztendlich irgendwo auch Geld zahlen. Also diese ganze Story, die dahinter steckt, die kostet natürlich auch irgendwo Geld. Und Leute, die letztendlich hingehen und sagen, ja, das iPhone kostet in der Produktion bloß so und so viel Geld, das ist es ja gar nicht wert, muss ich sagen, hat irgendwo gar nichts verstanden. Also diese Aussage macht absolut keinen Sinn. Und wie gesagt, Apple legt wirklich den Fokus auf ein paar Hauptprodukte, versucht letztendlich den Leuten irgendwo diese emotionale Kaufentscheidung ganz klar auch irgendwo abzunehmen und damit zu verkaufen. Apple ist teuer, aber Apple setzt auch ein ganz klares Preislimit. Was wir beispielsweise auch immer wieder so merken bei unseren Kunden, wenn wir beispielsweise mal was günstiger rausgeben oder gratis rausgeben oder so, die Leute schätzen es nicht wert. Aber wenn ich mir jetzt mal irgendwie ein Handy kaufe für 1000 Euro, dann weiß ich auch, was ich habe. Dann weiß ich auch, dass ich das Ganze wertschätze. Und wir kennen es selber, wenn wir günstige Produkte anbieten, teilweise Sachen kostenlos anbieten, die Leute schauen sich es nicht mal an. Sie schätzen es einfach nicht wert. Und deswegen hat Apple hier auch ganz klare Preisgrenzen und verkauft dementsprechend auch sehr, sehr gut auf diesem Punkt. Genau, deswegen, es war mal so eine kleine Analyse jetzt von Apple, so mal ganz grundlegend von oben betrachtet. Deswegen schreibt mir gerne auch unten mal in die Kommentare rein, ob wir auch hier im Branding Apple mal noch ein bisschen tiefer gehen sollen, mal wirklich back to the basics oder ganz an den Anfang gehen sollen von Apple. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, da mache ich dazu mal noch ein ausführliches Video, weil wir uns mal wirklich diese komplette Story und so schon reingezogen haben. Ich mal die komplette Brand analysiert habe, aber ich will generell einfach mal wissen, wie ihr generell dieses Thema findet, wenn wir mal so Brands analysieren auch. Deswegen schreibt es, wie gesagt, unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr zum Thema Branding, Online-Marketing und so weiter erfahren wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert sehr, sehr gerne den YouTube-Channel. Und in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Max. Ciao.